Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema Google Webdesigner jetzt auch für Linux erhältlich. Mit Webdesigner hat Google vor knapp einem halben Jahr ein recht mächtiges Publishing-Werkzeug zum Erstellen und Publizieren von HTML5-Inhalten veröffentlicht. Ein Grund dafür ist, dass sich der Werbemarkt bisher recht resistent auf die Entwicklung in HTML5 gezeigt hat. Nach wie vor setzen viele Werber auf Flash-Inhalte, warum auch immer. Mit dem Google Webdesigner bekommen Werber eine perfekt auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anwendung. Jetzt gibt es sie auch für Linux. Der Google Webdesigner für Linux wird wie Chrome und Co. von Google als Debian und RPM-Paket zum Download angeboten, das sich über die Paketverwaltung der Distribution installieren lässt. Offiziell unterstützt Google Debian, Ubuntu, Fedora oder OpenSUSE. Aber auch unter Arch Linux lässt sich der Webdesigner sehr einfach installieren. Ein Eintrag im AUR hat nicht lange auf sich warten lassen. Updates des Webdesigners werden über ein Repository verteilt. Man muss sich also nicht um Updates kümmern. Knapp ein halbes Jahr nach der Präsentation des Google Webdesigners für Mac OS X und Windows-Systeme gibt es die Anwendung nun auch für Rechner mit Linux. Mit dem Google Webdesigner lassen sich unter anderem animierte Grafiken für das Web ohne Adobe Flash erstellen. Als Zielgruppe nimmt Google Werbetreibende ins Visier. In meinem kurzen Test läuft der Google Webdesigner ohne Probleme, allerdings berichten diverse User der Anwendung, dass sie nur als weißes oder schwarzes Fenster auf dem Bildschirm erscheint. Dies scheint besonders auf nicht-englischen Systemen zu passieren. In diesem Fall hat das Webdesigner-Forum eine vorübergehende Lösung parat. Es soll helfen, den Konfigurationsordner zu löschen und den Webdesigner mit englischsprachigen Lokales neu zu starten. Andere Benutzer schreiben jedoch auch, dass selbst dieser Tipp nicht wirkt. Man muss daher vielleicht noch ein wenig abwarten, bis die Anwendung richtig rund läuft. Und falls das der Fall ist, geht man wie folgt vor. Man geht ins Home-Verzeichnis, ins Verzeichnis Punkt, Lokal, Share und hier löscht man dann den Ordner Google-Web-Designer. Hier gibt es den Ordner Data, dann gibt es hier Logdateien und die Einstellung in der Datei settings.conf, die einfach alle löschen. Das Verzeichnis löschen, anklicken, löschen und dann ein Terminal starten und eingeben Language ist gleich, dann en kleingeschrieben unterstrich us großgeschrieben und dann einfach Google-Webdesigner und Enter. Wenn ihr aber den Google-Webdesigner zum Laufen gebracht habt, dann bietet die Anwendung recht viele Funktionen. So lassen sich zum Beispiel 3D-Transformationen erstellen oder auch Animationen bauen. Der Webdesigner generiert dabei die Frames zwischen den von euch hinterlegten Bildern automatisch. Im erweiterten Modus lassen sich dann auch Ebenen und Keyframes steuern. Hilfe bekommt man unter Hilfe. Hier kann man dann zum Beispiel auch die Sprache einstellen. Und neue Datei erstellen. Okay. Und dann kann es losgehen. Starten kann man den Webdesigner im Übrigen unter Menü, Entwicklung,
und Google Webdesigner oder in der Kommandozeile mit Google-Webdesigner. Die notwendigen Dateien befinden sich im Verzeichnis Opt, Google und Webdesigner. Das war User Power von Open Screencast. Ciao und viel Glück.